Nein, 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 würde ich niemals machen. Jensen, stimmt doch, oder? Ja. Wieso? Agent Singh, hätte nicht gedacht, Sie nochmal zu sehen. Noch dazu in Zivil. Bin nur auf der Durchreise. Ich wollte Ihrem Team für Dubai danken. Die Operation war schneller zu Ende als der Sturm. Gern geschehen. Aber Sie wollten sich doch sicher nicht nur bedanken. Direktor Miller hat mich gebeten, Agent McCready zu briefen. Jetzt geht's mit dem Nachtflug zurück nach Oman. Fangen Sie im dortigen Büro an? Nicht genau. In einer unserer Geheimanlagen. Ich werde als Gefangener eingeschleust, nehme Kontakt mit den Häftlingen der Djinn auf und führe dann einen praktischen Ausbruch an. Erneuter Kontakt mit den Djinn? Ist das nicht sehr riskant nach allem, was passiert ist? Geht nicht anders. Der Hinterhalt hat alle kalt erwischt. TF-29, Bell Tower, die Djinn. Um voranzukommen, muss ich zurück. Hoffentlich steht meine Tarnung noch. Wovon ich nach Ihrer Aktion mit dem Signalverstärker im Hotel ausgehe. Glauben Sie, die Djinn nehmen unsere Eindringlinge schneller ins Fadenkreuz als TF-29? Möglich. Sie mögen keine losen Enden. Ein augmentierter Todestrupp mit Militärausbildung. Ist Ihnen sowas schon mal begegnet? Ja, einmal. Ist aber eine lange Geschichte. Hat uns die Aufräumaktion etwas gebracht? Hauptsächlich Leichen. Schwer augmentiert, wie Sie wissen. Unter den Goldmasken war keine Identifizierung möglich. Keine Finger- oder Zahnabdrücke. Keine DNA-Übereinstimmung. Profis. Könnten Ex-Bell Tower sein. Viele Menschen und Material sind nach dem Zwischenfall verschwunden. Vielleicht eine feindliche Gruppierung, die Shepards Verkauf abgehört hat. Durchaus möglich. Die Ermittlung wird noch Jahre dauern. Und erst dann wissen wir, wie viele Ratten das sinkende Schiff verlassen haben. Wenigstens haben wir die Waffen. Unregistriert. Erste Klasse. Militärische Augmentierung. Genug für ein paar Exemplare von Ihnen. Wahnwitz. So ist die Welt, in der wir leben. Jeder, der nicht dem Waffenaugmentierungsverbot unterliegt, ist ein nützliches Werkzeug. Oder ein Terrorist. Wer immer Sie waren, Sie wussten genau, wann der Deal steigt. Kann es sein, dass Sie direkt aus Dubai kamen? Nein. Dubai wurde nach dem Zwischenfall zum luxuriösesten Grabstein der Welt. Perfekt für die Djinn. Aber für niemanden sonst. Ich dachte, die Augmentierung von Menschen würde im Mittleren Osten missbilligt. Warum hat es Dubai so hart getroffen? Weil es eine andere Welt war. Sogar zwei andere Welten. Eine mit extremen Augmentierungen in Gold oder Kristall. Und eine mit tausenden Arbeitern, die Augs für den Bau bekamen. Und an jenem Tag... Ich weiß. Nein, tun Sie nicht, Agent Jensen. Manche nannten es göttliche Bestrafung, aber dieser Tag war nicht das Werk eines barmherzigen Gottes. Ich beneide Sie nicht um Ihren Job. Ehrlich gesagt, freue ich mich sogar darauf. Wenn man lange genug undercover war, fühlt man sich hier in der realen Welt wie ein Hochstapler. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist der, den wir gerettet haben, Agent, ne? Agent Jensen! Hören Sie, ich mache so schnell ich kann. Oh, ja, ist doch gut. Woran nichts gesagt? Achso, in seinem Büro war ich ja schon. So, hier wollte ich... Oh, da geht's ja wieder raus. So, dann gucken wir mal hier. Brauche ich aber eine Zugangskarte. Und dann haben wir das da. Da will ich aber noch nicht rein. Oh, ein PDA. Ach so. Da war der Hinweis jetzt mit den Zugangsdaten. Mit dem Zugang. Ach, dafür brauche ich das sogar. Ich musste dort unten sogar reinklettern. Beziehungsweise, ja doch, ich hätte es auch hacken können. Mal davon abgesehen. Selbst wenn ich das nicht gefunden hätte. Aber ihr habt ja gemerkt, wie gut ich beim Hacken bin, ne? So. Dann gehe ich mal hier rein und guck mal, was hier so zur Verfügung steht. Schießstand betreten. Aha. Sie haben also beschlossen, dass Sie doch etwas Übung brauchen. Naja. Brauche nicht wirklich Übung. Ich bin eigentlich gut genug.
aber ich kann meistens so besser, also ich weiß nicht, so. Ein Kopfschuss ist der schnellste Weg, ein Ziel auszuschalten. Aber achten Sie auf Helme, die bremsen Sie aus. Ja, ich weiß. Heben Sie eine andere Standardwaffe auf. So, ich warte halt immer die Pistolenmunition mit. Wenn Ihr Ziel eine Panzerung trägt, machen Sie weniger Schaden pro Projektil. Warte, 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 warte. Ich muss ja noch auswählen. Bewegen? Auf 9? Nee, wie war das? Wie ging das denn? Ausrüsten. Ach so, einfach nur anklicken und dann. Schießen Sie auf alle Ziele, nicht vergessen. Was soll ich denn jetzt zielen? Ach so. Okay, bei denen ist man so wirklich genauer. Wie viele Projektile Sie brauchen, um durchzukommen? Jetzt nehmen wir Panzerbrechende. So, heben Sie Panzerbrechende. Oh. Aha. Das ist ja cool. Panzerbrechende, vollautomatisch. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Gut, dass ich hierher bin. Das ging jetzt mit einem Magazin. Ja. Nicht vergessen, das richtige Werkzeug für jede Situation. Das kann Ihr Leben retten. So. Jetzt kümmern wir uns um technische Ziele. Die sind mit normaler Munition schwerer auszuschalten. So, wechseln Sie zurück zur... Ah ja, okay. Auf Sicherheitssysteme sollte man nicht schießen. Versuchen Sie lieber, sie zu deaktivieren. Ach so, hier. Nee, auf Notierungen. Nein. Zurück, zurück, zurück. Wie war das? Ach, Z. Ja, hab ich schon. Halbautomatisch. Gut. Oh Gott. So. Sobald ein Sicherheitssystem deaktiviert ist, können Sie es mit panzerbrechender Munition leichter ausschalten. Halten Sie immer eine Reservewaffe bereit. Sie wissen schon, Improvisation, Anpassung, Sieg. Aura. Sie sind jetzt warm geschossen. Beschäftigen wir uns mit den übrigen Aspekten Ihrer Waffen. Zum Beispiel eine Silencer. Kann ich das auch einfach an EPV? Und dann auch... Nee. Was soll ich? Eine Standardgewehr ausrüsten. Halten Sie. Achso. Standardgewehr. Anpassen. Denke ich mal. Anbringen den Schalldämpfer. Okay. Anbringen. Zurück. Hätte ich auch anders machen können. Einfacher für dich. Leiser, verringern aber die Stoppwirkung und den Schaden pro Treffer. Okay. Boah. Ist das schwer teilweise. Sehen Sie, wie viel mehr Munition Sie wegen des Schalldämpfers brauchen? Mhm. Um den Schalldämpfer von Ihrem Standardgewehr zu entfernen, gedrückt halten und dann wahrscheinlich hier so keiner. Und dann kann man jedes Mal. Okay. So, und wegstecken natürlich. Okay, wieder normal. Aber wenn Sie geräuschlos sein müssen, nehmen Sie den Schalldämpfer natürlich trotzdem.
So. Es gibt noch verschiedene andere Aufsätze, mit denen Sie Ihre Waffen verbessern können. Halten Sie danach Ausschau. Ja, zum Beispiel hier ist was. Das kann ich, aha. So, R gedrückt. Und jetzt? Klicken Sie auf 10 Minuten, drücken Sie anpassen. Wählen Sie die Option vollautomatisch aus und schalten Sie mit den Zubehörteilen frei, indem Sie Eingabe drücken. Ah, das da. Okay. So. Hab ich doch schon. Ja, hab ich. Hab das doch gemacht. Wählen Sie... Machen Sie das gleiche mit der Munitionskapazität. Ach so. Sollte vielleicht doch fertig lesen, ne? Aber das wird ja überwertet. Nochmal. Nachladen, bevor die Waffe leer ist, spart Zeit. Ja, ist ja klar. Wow. Die ist ja... Das ist ja interessant mit diesen vollautomatisch. Im vollautomatischen Modus erledigt die Pistole die Ziele schnell, verbraucht aber entsprechend Munition. Ja, wie eine Maschinenpistole halt, ne? Das war die Auffrischung. Aber Sie wussten das natürlich alles schon, Adam. Ja, natürlich. Sie können jederzeit wiederkommen. Natürlich wusste ich das alles schon. Ich bin ja kein Neuling. Alles nochmal auffrischen. Ach schon. Aber ja, war doch schön. War doch schön zu wissen. Und ich habe ein bisschen Auffrischung gekriegt, was das Dings angeht. Die Steuerung. Hier ist nichts. Da sind Zubehörteile und Credits. Hier ist nichts, da ist nichts. So. Sonst ist hier nichts weiter, okay. Gut. Ja, dann können wir nach oben und den Flüstership mal installieren. Da wird ja mal Zeit, dass wir das machen. So, gucken wir mal. Aha, ich habe auf jeden Fall einen Lüftungsschacht gesehen. Das kann ich. Ich hack das mal. Ich mach mal auf gut Glück. Hacke ich das mal. Alle meine Lieben gestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Puh. Bin mal voll angespannt. So. Sonst, da oben haben wir auch noch ein Lüftungssystem. Aber ich geh erstmal da rein. Ich glaube, das bringt mich zu diesem Brutzel-Brutzel-Ding hier. Ich glaube, ich bin nicht schon gegen... Nein, bin ich nicht. Bin nicht gegen Elektroimmun. Schade. Oh, da ist ja noch was. Habe ich gar nicht gesehen. Kann ich check das auch mal. Versuche mal mein Glück. Ich weiß nicht. Oh, okay. Aha. Was haben wir hier? Da haben wir auf jeden Fall da was zum Hacken. Da haben wir noch was zum Hacken. Ein Stammprozessor-Chip. Wozu auch immer ich den benötige. Warum sind jetzt alle meine Waffen nicht mehr ausgerüstet, ha? Huh? So, Elektroschockpistole. Machen wir auf die Null. Die 9 mm auf die 9. Und auf die 8. Auf die. Auf die 8. Auf die 7. Ne, das mache ich auf die 7 und das dann auf die. Ne, warte mal. Das mache ich auf die 8 und das da auf die 6. Was ist das? Neutrozytin. Revolvermunition. Betäubungspfeile.
Was ist das denn? Akuma Shoujo. Irgendwas zum Trinken. Regeneriert spürbar Gesundheit. Sorgt aber für eingeschränkte Sicht. Und wenn die das voll ist, dann wird kurzzeitig das Maximum erhöht. Behalten wir mal. Was ist das? Tesla Patrone. Okay. So. Dann mache ich mal kurz die Pünktchen weg. Die Pünktchen, die Ausrufezeichen. So, Story-Objekte, da war noch das da. Zugangskarte für ein Dings und Zugangskarte dafür. Nebenmission haben wir eine neue. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Hauptmission. Wir haben ja, glaube ich, einen Chip bekommen, ne? Ich hätte gerne etwas, wo ich gegen Elektroimmun werde. Ich muss mal gucken, wo sich das befindet. Das ist auf jeden Fall nicht. Das ist nur zum Hacken. Verstärken und Hacken tarnen. Radarsystem. Hier dürfte es eigentlich auch nicht der Fall sein, oder? Was ist das? Blitzunterdrückung. Also ich finde nichts, wo ich gegen Dings immun bin, gegen Elektro. Zwei Stück werden benötigt, ich habe nur eins. Ha, gibt's das nicht mehr? Hm. Okay, da muss ich wohl den Chip hin tun, den Flüsterchip. Das will ich aber noch nicht. Ich will mich erst hier oben noch umsehen. Gucken, wohin mich das führt. Hier ist eine Sackgasse. Schließe ich. Mich niemand sieht. Ah, dann komme ich hier raus. Ist überhaupt nicht verdächtig. Nein. Aber das wäre auch noch ein Weg gewesen, um dort reinzukommen, ohne Zugangskarte. Hätte man nur im Endeffekt das hier hacken müssen. Alex, der Flüsterchip ist drin. Moment. Verdammt, Adam. Wird es gerade benutzt? Scheiße, ich muss weg. Oh. Agent Jensen, in mein Büro. Sofort. Wieso? Aha, wieso? Der Herr? Agent Jensen meldet sich zum Dienst, Sir. Hab schon mal versucht, aber sie hatten eine Telefonkonferenz. Ja, richtig. Muss ich mir Sorgen um Sie machen, Jensen? Wie bitte? Der Systemschock. Macht er was in Ihrem Kopf? Lässt er Sie irgendwelche Dinge tun? Ich würde nicht durchdrehen und Leute angreifen, falls Sie das meinen. Dann wurden Sie also durchgecheckt? Das Problem mit Ihren Augs ist behoben? Ich habe mich darum gekümmert. Gut, gut. Gott weiß, dass ich sie nach den aktuellen Vorfällen zu 100% einsatzfähig brauche. Sie klangen verärgert, als Sie mich angerufen haben. Alles okay? Nehmen Sie nie einen Bürojob an, Jensen. Sobald Ihnen ein Schreibtisch am Arsch klebt, geht's nur noch um Politik. Machen die Bosse Ihnen Ärger? Was? Ach das? Nein, das Problem ist die Staatspolizei. Sie drängt uns aus der Rosika-Ermittlung raus. Ich will, dass Sie vor Ort sind und das verhindern. Sie setzen mich auf den Bahnhofsanschlag an? Nicht auf Dubai? Vergessen Sie Dubai. Das macht MacCready. Ja, komm, dann sagen wir ja, okay. Gut. Ich dachte, ich müsste darum kämpfen, den Fall zu kriegen. Wer immer gestern die Bomben gelegt hat, wird dafür bezahlen. Richtig. Und wir müssen herausfinden, wer Sie sind, bevor die Staatspolizei unseren Tatort ruiniert. Sie sagten, die wollen uns rausdrängen? Ich habe heute Morgen Fletcher hingeschickt, um die Spurensicherung zu überwachen. Vielleicht ist er verhaftet. Hat sich noch nicht gemeldet. Das können Sie gar nicht. Die Tschechische Republik hat unser UN-Mandat unterschrieben. Bei Terrorismus sind wir zuständig.
Naja, der frühere Direktor Ihres Geheimdienstes leitet jetzt die Staatspolizei. Er hat ein Schlupfloch gefunden und behauptet, der Anschlag falle unter die Ausnahme innerstaatlicher Terror. Innerstaatlich? Also die ARC, die Augmented Rights Coalition. Seine Meinung ist unerheblich, selbst wenn er recht hat. Ich will, dass wir vor Ort sind und es rausfinden. Cheng hat gesagt, er bearbeitet für Sie Intellicam-Aufnahmen von dem Anschlag. Vielleicht kommt ja was dabei raus. Vielleicht, aber unter uns. Cheng ist seit Rosika noch weniger bei sich als sonst. Ich weiß nicht, ob wir auf ihn warten sollten. Also, wo fange ich an? Sie müssen mit unserer Psychologin sprechen, bevor Sie wieder in den Einsatz dürfen. Ich brauche keinen Seelenklempner. Praktisch, weil er zurzeit nicht im Büro ist. Und ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden. Wie komme ich nach Rosika? Dort halten keine öffentlichen Verkehrsmittel. Für Sie schon. Sobald ich ein Telefonat geführt habe. Gehen Sie zur U-Bahn und rufen Sie mich dann an. Viel Glück, Agent. Okay, aber wir werden vorher definitiv Dings machen. Warum ist das frei? Wurde das aber nicht ausgeraubt, oder? War ich hier drin, ne? Anscheinend nicht. Der Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Ach, hier glaube ich war ein Code, ne? Das war abgeschlossen, deswegen kam ich nicht rein. Aha, Jim Millers Zugangskarte. Aua, au, ah, ich bin mit meiner Ferse gegen den Stuhl gekommen. Ah, tat das weh. Oh, ich habe ein neues Praxiskit verfügbar. Ich wollte eigentlich Verteidigung machen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht mein Inventar nochmal erweitere. Aber ich mache, glaube ich, die Dings einfach. So, jetzt haben wir nichts mehr. Und ich werde auf jeden Fall die Nebenmission machen. Oh, oh, da geht's ja gar nicht raus. So, kann ich nicht einfach hier runter? Kommt Cody mit dem einen Bein auf die Schulter gesprungen. Ach ja, gehen wir wieder raus. Fahren wir nach oben, machen wir die Nebenmission. Alex, haben wir was von dem Flüsterchip? Janice hat den falschen Algorithmus für die Frequenzen geliefert. Wir können sie nicht korrekt entschlüsseln. Kriegst du das hin? Ich bin Pilotin, keine Programmiererin. Ich versuch's und melde mich wieder.